Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das ist die 31. Folge von Minecraft Namenlos. Namenlos ist ein Projekt, das ich letzten Jänner, also Jänner 2019, ins Leben gerufen habe und davon schon 30 Folgen hochgeladen habe. Und jetzt habe ich noch ein paar Folgen gefunden, als ich meinen Computer durchstöbert habe und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also gibt's hier jetzt auf meinem Kanal in nächster Zeit mal ein paar Folgen Namenlos und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, viel Spaß! Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, jetzt war ja leider eine sehr, sehr lange Pause zwischen der heutigen und der letzten Folge. Das liegt einfach daran, dass ich keine Zeit, keine Lust und einfach ein kleines Down hatte und da konnte ich nicht aufnehmen. Jedenfalls widmen wir uns heute mal wieder ein bisschen dem Farmen von Erzen, also dem Minen. Und dazu springen wir in eine Timelapse und ich zeige euch nachher, was ich alles gefunden habe. Wir sehen uns, bis gleich. So, die Farming-Tour ist beendet und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was ich alles gefunden habe. Nämlich haben wir ein Stack Iron Ore, 2 Zinn eigentlich, 24 Diamanten, was echt nicht schlecht ist, 2 Stacks Inferium-Essenzen plus 1, 1 Stack Prosperity-Shards, die wir auch brauchen für die Samen und so weiter, 3 Charged Certus-Quarz, ein paar Bernstein, ein bisschen Lapis und dann habe ich noch so eine Kiste gelootet, die ich bei einem Spawner gefunden habe. Das ist auch schon eigentlich so der Hauptfund. Und mit diesen 24 Diamanten, die wir ja gefunden haben, glaube ich, können wir uns jetzt schon den Digital Miner machen. Und zwar machen wir uns mal ganz schnell ein bisschen Obsidian Dust. Da warten wir mal kurz. Oder zumindest möchte ich mal die Vorbereitungen dafür treffen. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Enriched Alloy. Dazu brauchen wir Redstone und Eisen. Sollte alles kein Problem sein, haben wir eigentlich noch Eisen. Ja, nur mit 3, aber wir haben ja bald wieder 2 Stacks, wenn wir das hier alles durchpulvern. So, hier haben wir schon 4. Sollten noch 2 kommen, jawohl. Ach, da kommt noch ein bisschen was hinterher. Gut. Dann haben wir eigentlich noch irgendwo Obsidian. Ja, da haben wir noch genug Obsidian, falls uns dieser Dust nicht ausreichen sollte. Gut. Wir fangen an mit Redstone, genau, und produzieren ein bisschen Enriched Alloy, weil von dem brauchen wir gleich en masse. So, dann nehmen wir den Obsidian Dust nochmal raus. Da haben wir schon das nächste Iron und noch ein Iron. Das nehmen wir alles raus und stecken es hier rein. So. Denn wir brauchen ganz viele von diesem Atomic Alloy. Und dazu brauchen wir zuerst mal dieses Refined Obsidian. Und dafür brauchen wir Pulverized Obsidian und einen Diamanten als Einsatz. Oder Diamond Dust. So, da müssen wir jetzt aufpassen, wie viele Diamanten wir tatsächlich durch den Pulverizer schicken. Wir brauchen 1, okay, pro Dings brauchen wir 1, sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, okay, wir brauchen 7 Diamond Dust, nein, 7, 8, 9, okay, wir brauchen 9. 9 Diamond Dust. Aber das ist nicht so schlimm. Dann haben wir halt einen Diamond Dust auf Reserve. Das heißt, wir hauen jetzt mal 5 Diamanten hier rein. 5. Wenn mich nicht alles irrt. Dann sollten hier... Ach, aus jedem kommt ein Dust raus. Okay, ja gut. Dann brauchen wir noch ein bisschen.
Jetzt schauen, warten wir mal kurz ab. 5 haben wir, glaube ich, reingehaut. Genau, jetzt brauchen wir noch 4 dazu. 1, 2, 3, 4. Genau. Dann sollten das dann genau 9 sein, wenn mich nicht alles irrt. Gut. Als nächstes haben wir hier schon unser Enriched Alloy ein bisschen durch. Da müsste hier noch ein bisschen Eisen sein. Genau. Ja gut, ich sollte vielleicht mal mein Inventar leeren. Aber das machen wir gleich. So, und zwar hauen wir da noch das restliche Eisen rein und jetzt hauen wir da mal die ganzen Erze rein. Zack, zack. Das war's auch schon an Erzen. Gut, dann haben wir hier hinten ja noch ein paar Kisten. Hier können wir die zwei hier reinhauen auf jeden Fall. Das habe ich auch mal geholt von unserer alten Base. Das waren diese zwei Fossiliengeräte, mit denen wir ja mal angefangen haben, aber das noch nicht besonders weitergeführt haben. So, das schaue ich mal da rein. Redstone passt nicht mehr rein, aber jetzt haben wir ja wieder halbwegs genug Platz, zumindest fürs Craften. Sollte dann genug Platz sein. Ah, hier können wir die Essenzen reintun und das Lapis können wir auf jeden Fall auch reintun. Hier haben wir ja die wertvollen Dinge sozusagen. Gut, dann der ist auf jeden Fall auch bald soweit. So, wir brauchen nämlich. Ach, guck mal. Wir brauchen sogar mehr. Okay. Wir machen jetzt mal unsere Refined Obsidian. Hat der doch geheißen, oder? Hat das noch Redstone drin? Ja, eins können wir noch machen. Den Rest lassen wir einstweilen. So, jetzt brauchen wir unseren Diamond Dust. Das sind nämlich 9 Stück. So, diese 9 Stück haben wir jetzt hier rein. Das wird dann hier gespeichert. Genau. Und jetzt können wir uns einen neuen Refined Obsidian machen, wenn meine Rechnung aufgeht. Das sollte dann auch eigentlich schon reichen für das, was wir vorhaben. Denn wir brauchen da ein Refined, zwei Refined, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Refined Obsidian. Gut, was brauchen wir dafür? Genau, Redstone und Osmium war das. Passt, passt, passt. Ich würde vorschlagen, wir machen auf jeden Fall mal den Robit oder versuchen mal den Robit fertig zu machen. Denn das ist ja ein großer Bestandteil. Und ich sehe gerade, ihr hört keinen Ingame-Sound. Okay, da ist was schiefgelaufen. Einen Moment. So, ja, jetzt hört ihr auf jeden Fall wieder den Ingame-Sound. Aber ich muss den mal kurz runterpegeln, glaube ich. Oder? Ja, ein bisschen weiter runter kann er gehen. Ja, okay, es wird schon so passen, hoffentlich. Gut. Als nächstes. 7. Jetzt müssen wir eh ein bisschen warten, bis das durch ist. Dann, was müssen wir als nächstes machen? Genau, dieses hier. Ah ja, also, das heißt, wir brauchen für jedes noch einmal einen Diamanten. Ach du Scheiße, das ist teuer. Also wir brauchen noch mal 9 Diamanten Dust. Nein, nicht noch mal 9. 7. 7. Genau, noch mal 7 auf jeden Fall. Gut, und Yang war die 7 auf jeden Fall noch mal durch den Pulverizer schnell durch. Oh nein, nicht 15. 7, genau. 7 wollen wir haben. Denn wir brauchen für jedes so ein Ding. Also für jeden sowas brauchen wir ein Diamant. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Dann ist meine Rechnung korrekt gewesen. Das können wir dann nachher auch gleich machen. Wobei, das könnten wir eigentlich jetzt schon machen, die Energy Tablets. Dafür brauchen wir Gold und. Habe ich das Gold schon reingelegt? Nein, aber ich hatte doch Gold gefunden. Okay. Vielleicht habe ich das da einstweilen irgendwo reingelegt. Interessant, ich bilde mir ein, ich habe Gold gefunden. Habe ich das verloren? Nein, das wäre jetzt nicht so toll, wenn ich das verloren hätte. Oder ist das schon durch? Ah, das wird wahrscheinlich schon durchgerattert sein. Gut, dann können wir uns ein bisschen Gold nehmen, an die Werkbank gehen und uns direkt mal die Energy Tablets machen. Jawohl, einmal. Zweimal. Tada. Das haben wir wieder ein. Dann
brauchen wir Gold und Lapis. Haben wir ja Gott sei Dank alles. Gold, Lapis, Diamant und diese hier. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Stahl. Haben wir Stahl eigentlich noch? Ein bisschen was. Irgendwo. Muss ich mal schnell durchschauen, ob ich noch irgendwo ein bisschen Stahl habe. Aber es scheint jetzt. Ah, da haben wir. Jawohl, da haben wir noch ein bisschen Stahl. Ob es ausreichen wird, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Gut, wir haben die 7 Diamant Dust. Und diese 7 verwenden wir jetzt, um 7 solche Advanced Dinger zu machen. Wie heißen die? Nein, das wollte ich nicht. Reinforced Alloy, genau. Und daraus machen wir dann den Atomic Alloy. Richtig. Gut. Da müssen wir allerdings aufpassen, weil da brauchen wir nicht alle, sondern nur 7 dann. Die zwei, genau, wir müssen sowieso noch eine Maschine craften, nämlich den Osmium Compressor. Osmium Compressor, ist das der? Ja, jawohl. Ui, was brauchen wir denn da? Okay, ja, das sollte aber gehen. Das ist jetzt nicht so schwer. Zwei Buckets, ein paar Enriched Alloy, den Steel Case auf jeden Fall auch wieder. Jetzt müssen wir schauen, haben wir noch Glas? Ja, Glas haben wir auch noch genug, jawohl. Dann mache ich mal schnell den Steel Case. Kann ich den? Ah nein, ich habe kein Osmium dabei. Das holen wir uns schnell mal ins Inventar hinein und craften uns den Steel Case. Einmal. Dann brauchen wir zwei Eimer, das heißt Eisen und jede Menge Enriched Alloy. Gut. Habe ich eigentlich noch so Circuits über? Vielleicht habe ich ja irgendwann mal zu viel gemacht. Gibt es das? Nein, habe ich nicht. Okay, hier auch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen über. Okay. Die Reinforced Alloys sind fertig. Und jetzt hauen wir die 7 Reinforced Obsidian hier hinein. Genau. Und die machen uns das dann zu Atomic Alloy. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut. Dann, wie mache ich schnell den Circuit? Der mache ich Osmium und Redstone. Gut, dann warten wir, bis das durchgelaufen ist. Einstweilen. Einstweilen. Ich weiß nicht, ob es was richtig ist. Können wir den Digital Miner mal schauen, was wir noch alles brauchen? Also, den Steel Case haben wir ja schon. Wir brauchen Pistons. Pistons, okay. Die können wir auf jeden Fall mal machen. Oh. Habe ich wohl eins rausgehauen? Habe ich Holz irgendwo? Ja, hier habe ich noch 6 Holz. Das sollte für 2 Pistons auf jeden Fall genügen. Kann ich das jetzt schon machen, den Piston? Nein, was brauche ich? Cobblestone. Oh, ich habe kein Cobblestone dabei. Ja, gut. Upsi. Ich verdrücke mich in letzter Zeit etwas mit den Tasten manchmal. So. Zurück an die Werkbank. Bank und zwei Pisten bitte. Einmal, zweimal, danke. So, jetzt können wir das wieder zurücklegen, den Cobblestone. Des Weiteren. So, ich höre, der Metallic Infuser ist fertig. Jetzt haben wir 7 Atomic Alloy. Gut. Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall mehr Enriched Alloy. Das heißt, wir hauen da jede Menge Redstone rein und hier das Eisen. Haben wir noch ein bisschen Eisen. Dann hauen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Osmiums rein. Die werden ja dann zu den Circuits. So, jetzt können wir da aber auf jeden Fall das Nametag reinhauen, das reinhauen. Diese ganzen unnötigen Sachen unter Anführungszeichen können wir ja alle mal rausgeben. So. Dann ein Bucket haben wir sogar. Das können wir weggeben. Ich werde das sicher irgendwann suchen. Ich sehe schon kommen. Aber ich brauche jetzt gerade den Platz im Inventar. Gut. Im zweiten Bucket. Ah, ich höre, die 4 sind durch. Jawohl. Jetzt nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir einfach mal 8 Circuits. Jawohl, dann geht sich noch ein paar Enriched Alloys auf jeden Fall aus. Gut. Dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen habe ich eh im Inventar. Den machen wir zu einem weiteren Bucket.
Haben wir zwei Eimer auf jeden Fall. Mal. Ah ja, das war da aus mit dem Kompressor. Den. Ja, das schalte ich gleich um. So, zwei Sockets sind schon mal fertig. Die können wir auch weiter craften zum Advanced Circuit, glaube ich. Genau. 3, 4, genau. Hier haben wir zwei Circuit. Upsi. Hier, Entschuldigung, hier hat sich gerade so eine kleine Werbung eingeschaltet. Das will ich natürlich nicht. So, dann brauchen wir noch ein paar Enriched Alloys. Dazu nehmen wir das hier raus und geben das hier rein. Und dann haben wir auch schon den Osmium Compressor. Osmium Compressor, genau. Dazu brauche ich noch, jawohl, das sollte sich gut ausgehen. Eins noch. Zack. Und wir haben auch schon den Osmium Compressor. Genau. Den hätte ich nämlich ganz gerne. Stopp, haben wir noch Energiekabel? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich kurz nachschauen. Nein, das sind Logistical Pipes. Die brauche ich auch nicht unbedingt. Habe ich Energiekabeln? Bitte. Lass mich noch Energiekabeln haben. Okay. Einen Moment. Conduit. Nein. Cable. Nein. Basic. Da haben wir es. Universal Cable. Da, Redstone und Steel, ja, das haben wir ja Gott sei Dank. Da können wir auf jeden Fall noch schnell ein bisschen was davon machen. Machen wir noch schnell das Kabel. So, 1, 2, zack, zack, zack. Haben wir wieder 8 Käbelchen. Und dann habe ich mir gedacht, den können wir auf jeden Fall mal hier hinbauen. Zack, und da drauf. Ah, das ist aber nicht gut, wenn dieser da ist. Nee, dann hauen wir den da oben drauf. Da braucht er irgendwas. Nee, da braucht er nur Ausmühung und das andere. Jawohl. Und das Energiekabel hier dazwischen. Kann ich die Truhe jetzt noch? Jawohl, ich kann die Truhe noch öffnen. Sehr gut. Dann haben wir in der Folge ja eigentlich viel geschafft. Wir haben einige Diamanten gefunden. Wir haben den Osmium Compressor fertiggestellt. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in dem Sinne, macht's gut. Bis dann und ciao.